Hallo Wander- und Outdoor-Fans und herzlich willkommen zur neuen Folge Adventure Trails. Ja, wir gehen heute ein Traumschleifchen. Ich glaube, wir sind noch nie ein Traumschleifchen gegangen. Das sind die kleineren Touren der Traumschleifen. Das sind 4 Kilometer ungefähr. Und das Traumschleifchen nennt sich Zauberwald und hat, wie man hier erkennen kann, 26 Stationen, die wir auch alle nacheinander abwandern werden. Genau, und wir dachten uns einfach mal, weil wir ja mittlerweile viele Familien in den Abonnenten haben, machen wir mal eine familienfreundliche Tour, weil die oft dann mit der Kraxe oder so nicht so weit laufen können. Ja. Die 4-Kilometer-Tour, gerade für Kinder ganz schön. Und wenn ihr wieder Lust habt auf eine Wanderung, dann kommt mit. There's a lot of colors, I don't know where to go. See a lot of colors, only feeling blue. There's a lot of colors, lost within a haze. Don't rely on others to get you through the maze. Drowning in the sea. There's too many voices talking back at me. There are a lot of choices waiting to be made. Too many choices making me afraid. Ja, für euch mal noch so ein paar kleinere Infos zu unserer Wanderung. Wir laufen 4,2 Kilometer ungefähr. Das ist eine recht kleine Runde, wie anfangs gesagt. Und 125 Höhenmeter. Also, ja, entspannt. Genau, extra für Familien mit Kindern. Die große, ja, Bruder, der große Bruder der Schleife ist die Traumschleife. Rund um den Zauberwald. Genau, und wir gehen jetzt praktisch das Traumschleifchen der Zauberwald oder Zauberwald. Genau. While you're on the open sea, cannot take this anymore. A certain shade of blue will always remind me of you. Auch eine Kinderwagenstrecke. Hier ist der Weg zweigeteilt. Ein Weg führt durch den Wald, ein schmaler Pfad, und der andere führt hier weiter geradeaus. Das ist ein breiterer Weg, der mit Kinderwagen wohl wesentlich besser zu befahren ist. Hier ist der Willi-Wurzel.
Ja, und nach dem Aufstieg hier auf den Aussichtsturm für euch mal noch so ein klein bisschen Rundumblick hier oben über den Turm. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer Wanderung. Unserer Traumschleifchenwanderung, die auch sehr nett war. Also 4 Kilometer sind ja wirklich eine kurze Runde, aber für Familien total gut geeignet. Wir hatten ja erwähnt, dass es noch eine Kinderwagenrunde oder einen Kinderwagenweg gibt. Ja, auch am Anfang war ja so eine Stelle, die so ein bisschen mit Felsen bewurzelt war, so ein kleiner Anstieg, aber da gibt es auch eine Umfahrung mehr oder weniger. Also es ist wirklich zum größten Teil mit dem Bollerwagen zu machen, die Strecke, also das wäre möglich. Und auch für größere Kinder echt interessant, es gibt immer wieder mal Schilder, die alles ganz nett erklären, also auch für Kinder, die laufen und lesen können, total schön. Ja, genau, kleine Spielplätze und so unterwegs, also eine sehr familienfreundliche Traumschleifchen. Ja. Und ja, wir hoffen, ihr hattet Spaß. Hier in der Nähe gibt es auch so Feriendörfer, halt im Moment alles aus bekannten Gründen geschlossen, aber ich denke, wenn die auch wieder auf sind, wenn man dann mal so eine Ausflug in die Region machen will, bietet sich das an. Und ja, wir freuen uns, dass ihr wieder dabei wart. Lasst uns ein paar Kommentare da. Bis zum nächsten Mal bei Adventure Trails. Tschüss.